Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder und es ist alles ein wenig durcheinander. Ihr wisst, wir nehmen ja manche Folgen ein paar Tage vorher auf, immer so wie alle drei Zeit haben und dann gibt es ein bisschen was zeitversetzt und da ja Philipp gerade in Japan ist, wollen wir natürlich aber auch einen ersten Eindruck kriegen, mal ein bisschen mit ihm reden, wenn er in Japan ist und deshalb kann es sein, dass das alles ein bisschen verschoben ist. Was ich aber das letzte Mal nicht fragen konnte, den lieben 30, ist, 30, sag uns doch mal, welche Anzüge du für Japan geplant hast. Also, hallo zusammen. Ja, also ich habe tatsächlich, also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist mein blauer Cotton-Anzug von Suit Supply. Ja. Das ganz reine fix. Baumwolle. Reine Baumwolle, okay. Nur Cotton. Super cool. Von E. Thomas, die Baumwolle. Ja, Einreiher oder Zweireiher? Einreiher, Navy Blue, also wirklich schön dunkel. Okay. Side Adjuster an der Hose. Keine Buntfalten leider, aber. Mhm. Trotzdem sehr edel und halt der Schnitt ist Roma, zumindest bei dem Jackett. Das hat so ein bisschen breiteres Revers, ist auch natürlich ungefüttert, hat diese unkonstruierten Schultern, also wirklich ein sehr lässiges Outfit, schöner Anzug. Vor allen Dingen das Tolle ist, ich mag so Anzüge zum Reisen, weil die kannst du gut kombinieren. Du kannst die Hose einzeln tragen mit irgendwas anderem. Ich habe jetzt beispielsweise die Barracuda-Jacke noch dabei, die kannst du damit gut nehmen. Du kannst das Jackett einzeln nehmen und zu einer anderen, zu einer zum Beispiel weißen Jeans oder so tragen. Das funktioniert alles super. In welcher Farbe ist die Barracuda? In diesem, ich glaube es heißt offiziell Tan. Also es ist so ein Braun, super hellbraun. Super schön. Zu einer blauen Hose, geil, mega geil. Genau, ich finde es auch richtig cool. Ehrlich gesagt, viele mögen es nicht, ich mag es. Eine schöne Hose, wie jetzt beispielsweise diese Cotton Side Adjuster Hose, die Barracuda und darunter ein Hemd mit Krawatte. Finde ich saugeil. Ich mag das. Finde ich auch. Ich mag das, ja. Moddig. Ja. Sag mal, hast du, und genau, noch einen Anzug? Ja, ich habe noch meinen beigen Buglioli-Anzug dabei, auch einen Cotton-Anzug. Auch hier natürlich aus Gründen der Kombinationsfähigkeit. Den mag ich auch sehr gerne. Der geht so ein bisschen in die Richtung von diesem Massimo Alba Bond-Anzug, ist aber noch ein bisschen dunkler. Finde den ganz toll. Auch klassischer Einreiher. Wie viele Hemden? Sehr leicht. 10 Stück. Und in Japan werden sicherlich noch 10 dazukommen. hast du schon, okay. Welche Farben? Weiß natürlich viele. Mhm. Viele von Charles Turbot. Eins habe ich mal von Maison Margiela. Dann habe ich noch ein blaues gestreiftes, auch von Charles Turbot. Und ja, noch reine blaue Button-Down-Hemden. Also eigentlich sehr, in der Regel sehr lässige Hemden, viel Button-Down. Ja, verstehe. Genau. Und noch ein cooles Hemd, das ist so ein bisschen boxy, ist ein bisschen größer, so ein altes Lacoste Button-Down-Shirt, hier ein OCBD mit einem weißen Krokodil drauf. Also man sieht nicht, dass es Lacoste ist. Finde ich aber total cool, weil es echt ganz boxy ist und vor allen Dingen so an heißeren Tagen habe ich da genug Platz, um zu schwitzen und es klebt nicht. Ich habe übrigens einen Rüffel bekommen von jemandem, der sagt, ihr benutzt immer irgendwelche Begriffe und ich muss dann während der Autofahrt mir das aufschreiben oder nachher googeln. Also OCBD heißt Oxford Cloth Button Down. Also es ist, Oxford bezieht sich halt auf die Webart und deshalb ein Oxford Cloth Stoff und Button Down. Und diese Abkürzung OCBD, die wie eine Krankheit bei Kindern klingt, gegen die man Ritalin nimmt, das ist aber die offizielle Abkürzung für ein Oxford Button Down Hemd. Genau, was echt in jedem Schrank gehört. Ja, und unbedingt. Einen Anzug habe ich noch zur Ergänzung. Ich habe einen wunderschönen dunkelgrauen Nadelstreifenanzug, auch von Suit Supply. Der ist auch aus einem sehr grob, also wirklich sehr, sehr grob gewebten Wollstoff. Auch natürlich ungefüttert. Dunkelgrau mit so hellgrauen Nadelstreifen, die sehr weit auseinander liegen, also nicht so dünn aneinander. Und der passt super geil mit den Crockett & Jones Loafern, die ich von dir bekommen habe, zusammen mit den schwarzen Crockett & Jones Loafern. Richtig cool. Ich schicke da mal ein Foto rum. Das ist aktuell eigentlich so einer meiner Lieblingsoutfits, was so für abends weggehen angeht. Die Loafer, über die wir hier reden, das ist das Modell Sydney von Crockett & Jones, schreibt der 30 bestimmt in die Notes.
Und ich wollte nochmal fragen, ja, wir reden jetzt so viel über Suit Supply und über die Schnitte und eigentlich wollen wir hier, würden wir total gerne mal ein bisschen Werbung machen zu Suit Supply und mal über die verschiedenen Schnitte und die verschiedenen Stoffe sprechen, denn im Grunde genommen kann man ja aus 333 Stoffen oder so sich dann den Schnitt aussuchen und kann man sowieso alles anpassen lassen, aber dafür wollen wir natürlich auch eine Gegenleistung von Suit Supply. Und deshalb versuchen wir mal hier ganz proaktiv Suit Supply dazu zu bewegen, wenn sich jeder von uns einen Anzug machen lassen kann, ne, oder einen aussuchen kann nach unserer Wahl. Dann könnten wir alle dreimal darüber berichten, warum haben wir diesen Schnitt genommen, warum haben wir diesen Stoff genommen, wie kommt es zu dem Schnitt, wie passt der. Und analog dazu kann man das dann alles bei Instagram sehen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Format und eigentlich sollte sich Suit Supply mal nicht so anstellen und es sollte viel schneller gehen. Die sollten hier anklopfen und sagen, Jungs, genau so machen wir es. Bin ich vollkommen bei dir. Ich rede eh die ganze Zeit von Suit Supply, weil 70% meiner Anzüge von denen sind. Eben, also es ich finde, ist nur logisch. Ich verstehe nicht, wie man uns so hängen lassen kann. der liebe 30, der jetzt gerade in Japan ist, in der realen Welt, der wird bestimmt über seinen ersten Eindruck mal was erzählen. Jetzt wollte ich den Philipp Virgin aber nochmal fragen. Kannst du das zeitlich noch einordnen, wann dein erster Japan-Besuch war? Das muss 2016 gewesen sein, würde ich sagen. 2016? Ja, genau. Und hattest du da noch lange Haare und warst ein Metalhead oder warst du da schon? Nee. Also die langen Haare, die gibt's schon relativ lange nicht mehr. Verstehe. Und wie war denn dein erster Eindruck? Ich glaube, Philipp hat ja in der letzten Folge so ein bisschen von diesem Kulturschock gesprochen. Ich würde jetzt nicht Kulturschock das per se so nennen, aber es ist schon wirklich was ganz anderes. Also war für mich auch das erste Mal in Asien generell. Und also Tokio oder Japan ist schon sehr speziell und ganz anders, als das hier irgendwie im europäischen Raum der Fall ist. Und vor allem, wenn man dann in so Bezirke, sage ich mal, wie Akihabara dann da fährt, dieser Spielhallenbezirk, hast du ja in der letzten Folge auch schon gesagt, das ist halt völlig abgefahren und sowas Vergleichbares kenne ich hier aus Europa oder auch aus Amerika eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Nächste Woche werde ich mein ganzes Reisebudget beim Pachinko verzocken. Ah, sehr schön. hatte ich bei den Episode Notes, muss ich noch schnell nachtragen, habe ich gemacht. Ich muss ja ganz klar sagen, ich hätte es angedeutet in der letzten Folge, aber Rico und ich waren ja noch nie in Japan. Wir haben ja, als wir Voyageur gemacht, nee, das stimmt nicht ganz, ich höre gerade Rike schreien aus dem Schlafzimmer, Rike war schon in Japan. Rike hat mit ihrem Kinderchor oder so, die hat da schon eine Tournee gemacht und hat da gesungen oder so. Aber ich war noch nicht da. Und als wir unsere Asienreise geplant haben 2018 für Voyageur, da haben wir dann, im Endeffekt ist es ja geblieben bei Hongkong, Macau, Hanoi, Bangkok und aus Bangkok, glaube ich, zurück. Und ja, größer war die Freude, dass wir gedacht haben, für Japan brauchen wir ein eigenes Ding. Und dann haben wir angefangen, bin ich ja ein Ramenmeister geworden. Und dann haben wir uns wochenlang von Ramen ernährt und haben, Japanisch zu lernen und haben unheimlich viele, das ist ja immer das Geile. Das ist ja das, was ich immer sage, das wichtigste Salz in der Suppe in diesem Leben ist die Begeisterungsfähigkeit. Und das teile ich mit euch beiden ja jetzt gerade. Philipp Virgin so ein bisschen in Kontakt mit Zigarren gekommen ist und wo hört man dann auf? Down the Rabbit Hole gibt es so viele geile Dinge, die man, ich muss es leider sagen, auch kaufen kann, aber in die man sich reinfuchsen kann, lesen kann und einfach seinen Horizont erweitern kann. Und das ist doch, was gibt es Geileres auf dieser Welt als das? So. Und gerade wenn man damit so Orten beginnt und du alles über die japanische Geschichte lernst und dann findest du natürlich 30 YouTube-Kanäle, die sich mit Japan beschäftigen und man kann sich da so richtig reinstürzen. Als wir wirklich auf der Höhe des
Reinknienzwahn. Ja, dann war Corona. Und Japan waren die, die am längsten ja geschlossen hatten. Und dann war das so, als wir gesagt haben, aber jetzt können wir. Da berichtete dann jemand so, Alter, vergiss es, wir waren da. Du wirst die ganze Zeit beobachtet und nur in Gruppen irgendwo durchgeschubst. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr so, aber für uns war das wirklich, das hat uns ins Mark getroffen. Das war so richtig, Alter, wohin mit meinem ganzen Wissen? Ja, ist sad, ist wirklich sad. Aber deswegen müsst ihr es schnell nachholen. Ja, und das ist geil, dass du jetzt wieder da bist, um diesen Funken zu zünden und uns wieder ganz viel Lust darauf zu machen und vielleicht auch anderen Leuten Lust zu machen, zu sagen, Alter, Berlin kenn ich, wa? Jetzt mal nach Japan. Sowas irgendwie. Ist hier noch mit dem Moloch hier. Und ich muss übrigens, uns brauchst du nicht zu fahren. Wir, wenn wir nach Berlin kommen, waschen uns schnell die Hände und fahren wieder zurück. Also, nee, wir waschen uns hier wieder die Hände. Berlin-Bashing muss immer ein bisschen. Ich habe das total vernachlässigt in den letzten Folgen. Ich wollte sagen, dass was viele Leute haben, ne, was man nicht, da, also da kann man nichts gegen sagen, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass das ein ziemlicher, wie sagt man denn, ein ziemlicher Schattensprung ist, wirklich zu verreisen. Ne? Dass nicht nur Leute, die jetzt eine krankhafte Neurose, ja, total. Nicht nur Leute, die eine krankhafte Neurose haben, dass sie sagen, nein, ich kann das Haus nicht verlassen oder so. Dass es wirklich so ist, dass die Leute, wenn du sagst, wie wär's denn mit einer Reise da und dahin, wirklich, da fangen die Hände an zu zittern und die sagen, um Himmels Willen. Die ganze Organisation, was muss ich da machen? Ich spreche die Sprache nicht. Was ist denn, wenn die keine Kartoffeln und keine Würstchen haben? Was esse ich denn dann? Nee, okay. Also wirklich, da, klar, würde sich unser Eins würde sagen, ich verstehe nicht, was du sagst, aber das ist ein ernstzunehmendes Ding und ich finde es so schön, wenn Leute, die die Mittel haben und die Zeit haben, was ganz Neues in ihrem Leben entdecken und plötzlich. Also ich habe so Leute, definitiv, über meine Amerika-Bücher und so gesagt haben, ich habe Deutschland noch nie verlassen und ich bin wegen Tales of an American Summer habe ich eine Kalifornien-Tour gemacht. Sehr und geil. Es hat mir die Augen geöffnet und wir wollen jetzt total oft verreisen und es gab gar keinen Grund irgendwie, weil Leute haben Ängste vor Dingen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir kennen doch diese Menschen, die... Wo man ausflippen möchte und denen schütteln. Irgendwie schütteln möchte, wenn jemand seinen Rucksack so nach vorne trägt. Die würde ich am liebsten vor dem Bus schmeißen. Oder jemand sieht, wie ich mit meiner Schrecklich. Gerade in Rom fotografiere und da sagt er, ja, lass dir die aber nicht klauen. Und er sagt, was ist denn los mit, wo so komplett auch eine Menschenkenntnis so fehlt und Gefühl für ein Umfeld. Und ich glaube einfach, das geht nicht weg. Und das geht erst weg, wenn man merkt, die Menschen in anderen Ländern sind noch viel freundlicher als Berliner. Man kann da nur als Vorbildfunktion in seinem sozialen Kreis agieren und versuchen zu motivieren und inspirieren und den Leuten irgendwie Anstupser geben. So wie du es mit deinen Büchern getan hast. Das ist einer der geilsten Sachen, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, genau deswegen bin ich dahin gereist. Besser geht's doch nicht. Und wenn es uns genauso geht, Philipp, wenn wir irgendwie sagen, hey, guck mal, wir waren da und da, schau dir das doch mal an. Und der das dann macht, ist doch geil. Einfach nur inspirieren, ist, finde ich, das Wichtigste. Total. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde ja auch, ich meine, man muss ja auch mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Also ja, für mich ist es irgendwie Geschäft wegzufahren, also auch weiter. Ne? Aber ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Also ich kenne das halt von meinen Eltern, ohne dass ich die jetzt bashen möchte oder so. Ich liebe meine Eltern. Aber genau dieses Ding immer, meine Mama mit dem Essen, da kann ich nichts essen, ich verhungere da. Dann sage ich, ja, probier doch einfach mal aus. Probiert doch einfach mal. Ja. Ja, das ist, das fällt mir immer sehr schwer, das nachzuvollziehen. Meine Freundin hat auch so eine Bekannte, sag ich mal, die ist übrigens wesentlich jünger als ich. Das ist auch keine Alters- oder Generationsfrage, ne? Und die sagt auch, ja, die fährt nur in so, wie sagt man, wie heißt das? Resort? Ja, all you can drink, diese Hotelanlagen, weil sie da ihre Pommes, all inclusive, genau, weil die da halt ihre, genau, weil die kriegt da ihre Pommes, ihr Schnitzel, egal wo.
Ist egal, wo auf der Welt, ist doch scheißegal. Hauptsache die Sonne scheint. Der Rest wird ausgeblendet. Hauptsache kriegt ihre scheiß Pommes und die Sonne scheint. Ja, das ist doch dramatisch. Die All-Inclusive-Dinger sind auch meist so gelegen, dass du da gar nicht raus kannst. Nee. Also so weißt du, okay, aber hier in Nähe gibt's nichts. Wenn dann, es startet halt ein Shuttlebus und dann bleiben wir schön in der Gruppe zusammen, passen aufeinander auf. Damit der Tunesier mir nicht meine Kamera klaut. Ja. Was für ein Irrsinn. Ist ganz schlimm. Ich will ja wirklich eigentlich keinen Menschen in irgendeiner Weise an den Karren pissen, aber da fehlt es mir einfach an jeglichen Verständnis. Da kriege ich Puls. Das regt mich richtig auf. Das ist ignorant, das ist scheiße, das ist langweilig. Ey, dann leg dich in den Vorgarten. Ja? Dann hast du auch noch keinen CO2-Footprint. Ist auf jeden Fall weniger. Ja, genau. Kann man wenig hinzufügen, ja. Ja, total, absolut. Nochmal ganz kurz zu dem Reisegepäck. Du reist ja mit deiner Julia zusammen. Ja. Was haben wir da an Gepäck zu erwarten? Ganz klassisch einen großen Koffer, einen kleinen jeder? Ja, ich habe halt diesen Rimowa Cabin, den Classic Flight. Mit dem schönen Leder, den du auch hast, nur nicht ganz so vollgeklebt. Ja. Meiner ist noch, er ist alt, das ist der Pre-Prada, nee, nicht Pre-Prada, Pre-Rimowa. Meiner auch. Nee, nicht Pre-Rimowa, Pre-Louis Vuitton. Herrgott, genau, Pre-Louis Vuitton, LVMH. Genau, also auch noch mit diesem beigen Stucker in Futter. Und dann habe ich tatsächlich mir einen, wir hatten ja darüber gesprochen, was für große Check-In-Koffer gibt es. Und ich habe mir dann am Ende keinen von Samsonite gekauft, ich habe mir auch nicht den Travelite geholt. Ich war bei Muji, dachte mir, es passt nach Japan. Ja. Und habe mir dafür knapp über 200 Öcken einen Check-In-L-Koffer geholt. Der ist ganz schön, hat so, weiß ich, 75 oder so ist der hoch. Und der ist ganz schlicht, sehr leicht, fühlt sich doch recht wertig an. Vier Rollen, selbstverständlich. Sehr gut, ja. Und damit reißt sich das ganz gut. Und der passt auch komplementär zu dem Rimowa ganz gut, weil der sehr schlicht ist. Oh, irgendwer kriegt Post. Ja, genau. Aber ich hoffe, dass Rieke rangeht. Ja, genau. Aber das ist der ist so die Koffersituation. Und ich habe bewusst keine Tasche noch genommen. Eigentlich reise ich ja immer noch mit einer Toteback. Ich habe jetzt einen Jutebeutel mitgenommen, weil ich mir hier eine Toteback kaufen möchte. Und die nehmen ja recht viel Platz im Koffer weg. Die will ich mir auf dem Rückweg einfach nur umschmeißen. Das ist so die Taschensituation. Sehr gut, sehr gut. Und Philipp, direkt mal hinterher, was ist so dein deine Luggage Pieces? Also ich habe diese Samsonite-Koffer, also in drei verschiedenen Größen, also Carry-On, so ein Mittelding und diesen ganz großen, der hat glaube ich 130 Liter oder so, den brauchst du eigentlich nur, wenn du irgendwie länger als eine Woche wegfährst, aber die finde ich total super, weil die optisch cool aussehen. Das ist dieser, ich weiß, Kriegsmodell gerade nicht zusammen, aber das können wir ja wieder in die Notes schreiben. Ich finde, der sieht halt optisch ganz cool aus und die Preis-Leistung stimmt. Und sonst habe ich so eine Filsen-Tasche immer noch dabei, also diese ganz normale Standard-Filsen 24-Hour-Tasche, die du, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hast. Die habe ich dann meistens im Handgepäck dabei, Laptop drin und so weiter. Genau. Nee, die du hast, das ist dann quasi so die Laptop-Tasche von denen, ne? Ja, ich glaube, die ist ein bisschen größer als als dieses normale Briefcase-Ding. Ich glaube, die heißt auch 24-Hour oder so. In so einem Navy Blue habe ich die. Ah, und schön, die finde ich total super. Ja, sieht einfach cool aus. Passt auch ein bisschen was rein und die ist super praktisch. Toll. Ja, super gut. Ja, ich habe auch mal der überlegt. Alkohol wird geliefert. Ja, genau. So gut könnt ihr das hören? Ja, ja. Wir hören auf jeden Fall jede einzelne Bierflasche und Tequila-Flasche, die da gerade bei dir reingekommen ist. Ja, nee, es kommt kein Tequila, denn der sollte eigentlich gestern kommen, denn ich habe einen Freund, der bei, also unbezahlte Werbung, der bei Bacardi arbeitet und der hatte mir, ich liebe ja den Patron. Ja, der ist super. Gin, der ist gut. Und der hat, glaube ich, eine ganze Kiste Patron für mich. Tequila, ja. Und wir haben noch nicht zusammengefunden, aber nee, das sind jetzt drei Kisten Bitburger, das ist so, was Rico und ich in, ja, leider in 4 Tagen so ungefähr verbrauchen, nee, 5, ich glaube 5 Tage kommen wir mit 3 Kisten Bitburger hin und die werden jetzt immer, die werden von Flaschenpost geliefert, natürlich völlig überteuert, aber dafür muss man halt nicht loslaufen. Sagt mal,
als kurze Frage nochmal zu deinem, wenn wir jetzt hier Japan-Wochen haben, was ist denn von euch beiden der Nummer 1, also ohne es, weil Philipp ist ja jetzt noch hier, aber wenn es ausgestrahlt wird, nicht mehr, was ist denn so euer Number 1 Food to go by in Japan? Philipp Wergin, du hast ja mehr Erfahrung, hau mal raus. Also ich bin schon bei Ramen auf jeden Fall, also ja. Weil ich finde halt einfach, dass die das mit der Brühe unfassbar gut hinkriegen. Also du hast ja gestern, glaube ich, ein paar schöne Bilder in die Gruppe geschickt von deinen Ramen-Kreationen. Die würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal probieren. Ja, gerne. Aber ich finde, der Knackpunkt ist immer die Brühe. Total. Tonkotsu, Tantanmen, was ist da dein Favorit? Tonkotsu auf jeden Fall. Ja. Mag ich am meisten. Und ich meine, klar, die Japaner, das sind halt wahre Meister und die Brühe wird ja da, was weiß ich, tagelang irgendwie gekocht und das ist einfach unfassbar lecker. Und da kommt ja auch noch dieses ganze Ambiente dazu. Also in Tokio waren wir da einmal Ramen essen. Da musst du irgendwie an so einem komischen Automaten, den du natürlich nicht verstehst, irgendwie dir alles zusammenklicken, irgendwie Münzen reinschmeißen und so und kriegst dann da 1000 Zettel raus und dann wirst du in so einen in den nächsten Raum geführt, was dann so ist wie so ein kleiner Postschalter, weil der Japaner irgendwie ja alleine seine Ramen isst. Also es ist ja eigentlich also Fast Food für die, könnte man ja sagen. Ja. Und dann gibst du da irgendwie deine Zettel durch diese Klappe. Klappe geht wieder zu und 5 Minuten später geht die Klappe wieder auf und dir wird da diese wunderbare Ramensuppe hingestellt. Also das ist auch schon an sich ein Erlebnis. Ja, ich muss kurz ein Küsschen an meine Frau senden, die diese Getränke gerade angenommen hat und mit ihren Spaghetti-Ärmchen diese Bitburger-Dinger da gestapelt hat, mit zitternden Knien. Ja, total geil. Philipp, und du ist auch Ramen auch so dein erstes Ding? Du bist ja auch ein großer Fischfreund, Sashimi. Ja, genau, also Omakase ist es. Also für die, die es nicht kennen, Omakase bedeutet quasi, oder ja, man kann es quasi so mit Chef Selected übernehmen oder übersetzen oder halt das, was dir quasi der Koch entscheidet, was er serviert. Ja, also ja. Ich glaube, vom Wortstamm kommt es irgendwie vom Anvertrauen oder so her. Das heißt, man sitzt auch gar nicht irgendwie am Tisch, sondern man sitzt meist an der Theke und es ist in der Regel Sushi und also jetzt nicht Maki, nicht ein 6er-Pack Maki-Röllchen, sondern natürlich immer einzelne Nigiris, die dir dann der Chef direkt über die Theke in den Rachen schiebt. Aber halt auf den Teller setzt. Das ist so das Highlight tatsächlich. Da habe ich gestern auch schon was reserviert, ein Omakase-Restaurant. Die sind in der Regel ein bisschen pricey und dafür aber hoffentlich auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und es ist halt ein Erlebnis, weil du setzt dich halt dahin und der Chef entscheidet, okay, heute, keine Ahnung, habe ich heute früh auf dem Schiffmarkt den geilsten Bluefin-Tuna überhaupt bekommen. Fugu, genau. Genau. Den Gast mag ich nicht, der kriegt verschnittenen Kugelfisch. Nein, aber genau, das Omakase ist so das eine Go-To und das andere ist Kaiseki. Kaiseki ist ja so ein rituelles übertrieben, aber es ist einfach ein sehr aufwendiges Gängemenü, was es in Japan gibt, was nicht, also im Gegensatz zum Omakase, was ja sehr jeden Tag irgendwie gefühlt auch anders ist, wo der Chef halt immer schaut, okay, was kriegt der Gast jetzt? Ein Kaiseki ist da sehr, sehr durchgeplant, sehr konzeptualisiert, sage ich mal. Ja. Genau. Einmal ganz kurz für die Leute, die, bevor sie sich wieder bei mir beschweren, also die drei Sushi-Formen, wir reden von, wenn es nur ein Stück Fisch ist und Reis, dann ist das Sashimi. Nigiri ist dieses Stückchen Reis, wo obendrauf ein ordentliches Stück Fisch liegt. Und Maki sind diese Röllchen mit Seetang drum. Oder es gibt die auch andersrum. Wir würden sagen, negative Makis, wo dann mal der Reis außen ist. Ja. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, das sind die drei Sachen. Und die, wo du gerade aber dabei warst, an einer Theke zu sitzen und quasi den Koch vor der Nase zu haben, auf einer großen Platte etwas herrichtet. Wir kennen alle die Kobe Wagyu durchmarmorierten, saftigen High-Grade Beef-Stücke. Das wird es auch geben. Ja, und dann nur so ein bisschen Meersalz drüber und also das, ehrlich gesagt, da I have high hopes. Ja.
Ja, da werde ich euch Fotos schicken. Also in dem Ryokan, wo ich bin, in Kinosaki, gibt es jeden Abend ein Kobe-Menü. Ja, klingt bonsig, aber ich glaube, es wird sehr, sehr geil. Ich schicke euch auf jeden Fall Fotos. Ich habe noch nie Kobe gegessen, Wagyu schon, aber das ist ja auch, was so die Güteklassen angeht. Also in Deutschland kriegst du, glaube ich, nicht so richtig gutes Kobe und auch nicht so richtig, richtig gutes Wagyu, weil das gar nicht in der Regel exportiert wird. Also eben, das reißt ja genau, auch nicht gern. Richtig. Das ist ja frisch. Aber lass dir gesagt sein, dieser Trend, ne, das, du weißt ja, je marmorierter das Fleisch ist, das, was wir da marmoriert sehen, das ist natürlich Fett. Ne? Und es gibt, irgendwann wurde es mal so übertrieben, es gibt so welche, die sind halt 70% Fett, 30% Fleisch. Du schmeckst, also es gibt gar keinen Fleischgeschmack mehr. Und da muss man aufpassen, weil wie das quasi angefüttert und gezüchtet wurde, gibt es seit neuestem ganz große Gesundheitsbedenk, also mehr noch, als dass das ganze Fett bei dir natürlich in den Arterien landet. Du weißt schon, aber da gab es einen ganz interessanten Artikel. So Artikel lese ich generell dann nicht zu Ende, weil dann sind wir wieder in unseren veganen Phasen, die es ja hier auch gibt. Aber ja, deshalb musst du noch mal gucken. Irgendeine Stufe an Marmorierung, die ist irgendwie so, die steht jetzt gerade unterm, haben die Leute auf dem Kieker. Also, ihr Lieben, ja, das ist schon mal geil, das ist schon mal wunderbar. Wie sieht's denn bei unserem Philipp Virgin aus? Gibt's denn eine nächste, hast du schon was ins Auge gefasst als nächste Reise? Ja, also wir fliegen, fliegen, klar, im Herbst wieder nach Schottland. Also ich sage wieder, wir waren erst letztes Jahr da, aber Schottland ist für uns einfach so unser Happy Place, sage ich mal. Und wir waren halt noch nie im Herbst da, sondern bisher immer im Sommer. Und da freue ich mich schon drauf, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn die ganzen Blätter alle so schön bunt sind. Und ich mag ja auch generell das britische Wetter, es vielleicht nochmal ein Ticken kühler ist, aber es ja trotzdem nicht kalt ist. Und dann kann man sich schön anziehen und die Natur genießen, da freue ich mich schon richtig drauf. Geil, ja, das ist schön. Wir haben auch, also 30 und ich durften auch schon ganz viele Schottland-Bilder von Philipp sehen. Wenn Philipp mit seinen Crockett & Jones Isler Boots auf der Wiese steht und auf die Stelle zeigt, wo in Skyfall Bond und M abgebogen sind, um zu Skyfall zu fahren und so. Also da ist Philipp ein großer und von Balmoral hast du mir auch schon Fotos geschickt. Genau, Balmoral Castle waren wir letztes Mal, tatsächlich kurz bevor die Queen dann dort gestorben ist, also ich glaube 4 Wochen davor oder so, weil sie dann im August immer dort die Zeit verbringt. Da gibt es auch einen Rosengarten, wo irgendwie Rosen angebaut sind, spezielle Sorten, die genau dann im Jahr blühen, wenn sie dort zu Gast ist, auch sehr speziell. Ja, man will es ja auch schön haben zu Hause. Absolut. Also, genau, und wer also auch hier nicht Bescheid weiß, Balmoral ist ein Landsitz der britischen Königsfamilie. Aber ist gar nicht, ist doch, was ist das, Aberdeenshire oder irgendwie, das ist nicht Schottland, genau, oder? Ja, doch, das ist Schottland, aber das ist da Aberdeenshire. Also wie du schon sagst, da gibt es ja diesen Cairngorms National Park. Also da fährt man so von Edinburgh, 2,5 Stunden hin. Und das liegt quasi so ein bisschen am Rande von diesem Nationalpark, der auch wunderschön ist. Da gibt es auch einen Ort, der Braemar heißt oder so, mit einem sehr, sehr geilen Hotel, wo wir essen waren. Ich würde da gerne auch mal mich einquartieren. Leider ist das auch preislich schwierig. Ja. Aber schicke ich euch mal Bilder, wird euch auch gefallen. Mega geiles Hotel, The Five Arms Hotel heißt das. Richtig geil. Und ja, wir lieben halt einfach diese Natur. Ne? Also das ist, habe ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass mich Menschen oft irgendwie nerven. Also deswegen sind Großstädte immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Natürlich hast du da auch Touristen, keine Frage. Aber diese Natur ist einfach das, was wir da dran so lieben. Und da kann man einfach mal abschalten. Das geil. Ist einfach toll. Also wer Balmoral noch nicht gesehen hat, das ist wirklich so ein Granitschloss, so im Baroniestil und so. Und das Ding sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Und
da hat Philipp auch schon schöne Fotos gemacht, weil mein, ich glaube, es war zum Anlass, dass ich ja mein Bademantel, mein Hausmantel, nicht Bademantel, mein Gott, mein Hausmantel, mein Morgenmantel, das Modell hieß Balmoral und da hat mir hatte der Virgin direkt ein schönes Foto am Start. Pain. Ja, jetzt müssen wir aber mal überlegen. Also pass auf, wir haben den Südfrankreich-Liebhaber, das süße Leben, quasi die deutsche Vita in persona, Philipp 30. Dann haben wir den Naturliebhaber, der auch den Regen nicht scheut und mit schottischen Kühen per Du ist, Philipp Virgin. Und dann haben wir eher den Naturvermeider, Ben Bernschneider. Den Großstadt-Weltenbummler. Dieses Mittelding. Wir in unserer Fantasie ja immer sagen, wir drei treffen uns in unseren eher italienisch geschnittenen, fallenden, offenen, sandfarbenen, weißen Anzügen in Sizilien vor dem Der Pate Café, das berühmte Café, ne, wo er die Tochter kennenlernt, des Besitzers, und da hängen wir so in der Ecke rum, Philipp 30, natürlich so ein bisschen, das Hemd ist doch noch ein Knopf zu viel vielleicht, und schmeißt immer so eine Münze hoch, hat so einen Zahnstocher im Mundwinkel. Ich dachte, ein Springmesser in der Hand. Ja, genau, ein Springmesser in der Hand. Und das ist so ein Mittelding. Da sind wir nicht, weil da müssen wir nur ganz kurz in unser weißes Carmangia Cabrio springen. Der Dritte hat natürlich die Arschkarte gezogen. Der muss sich da hinten hinquetschen. Aber haben wir es nicht weit. So bis nach Palermo vielleicht. Und dann haben wir so ein bisschen so Mittelding. So ein bisschen Stadt. Wir brauchen die heiße Sonne für den 30. Und wir haben immer noch genug Natur für den Virgin. Ich glaube, das könnte ganz gut bei uns funktionieren. Und ich brauche Zustimmung von euch. Eure Dinger sind muted. Ich träume gerade. Du hast mich total abgeholt. Ich fühle mich gerade wie auf so einer Yoga wie wenn die so am Anfang so die Geschichte erzählen. Genau, und da bin ich gerade meditiert. Und ihr wisst, unser Happy Place ist Palm Springs. Ich finde, dass wir drei definitiv mal vor ein bisschen Mid-Century-Architektur in Palm Springs rumhängen müssten, wir drei. Auf jeden Fall. Ich liebe Palm Springs. Also ich bin ja auch ein riesen LA-Freund, also oder Kalifornien-Freund, also deswegen, da sollten wir auf jeden Fall mal gemeinsam hinfahren. Unbedingt, hätte ich auch Bock. Definitiv, wir haben schon die Notiz von unserem guten Mitstreiter Philipp 30 gesehen, der ja noch total busy ist, weil er ja bald in den Flieger steigt, und deshalb muss der jetzt in 2 Minuten muss der raus. Und das wollen wir natürlich respektieren. Und ich freue mich schon sehr auf die Folge, die wir dann in Japan nochmal abhalten. Vielleicht zerren wir diese Folge auch einfach vor. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Also wenn mancher sich jetzt fragt, Moment, wir hatten doch gerade erst eine Japan-Folge mit Philipp, dann war sie halt schon. Aber ich freue mich drauf, weil wir sie natürlich jetzt noch nicht erlebt haben. Und das wird ganz wunderbar. Und ihr Lieben, wir bei der nächsten Folge vielleicht machen wir mal wieder einen Mix. Wir beantworten ein paar Fragen, aber ich möchte trotzdem weiter über die Kombi aus Klamotten und Reisen reden. Und das ist alles ganz wunderbar mit euch. Seid ihr fein damit, wenn wir jetzt hier Schluss machen? Ja, Julia hat doch gerade geklingelt. Deswegen, ich muss jetzt auch los. Sehr gut. Also die Freundin von 30 klingelt bei Philipp Virgin. Das hat nichts zu bedeuten. Das geht alles mit rechten Dingen vor. Das ist geplant. Ihr Lieben, absolut. Dann habt einen schönen Tag und wir hören später nochmal. Und ihr da draußen, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ihr Lieben. Ciao. So machen wir das. Ciao. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.